Wenn ihr 1 Kilo Kakaobohnen kauft, dann ist das die Ernte eines kompletten Kakaobaums von einem kompletten Jahr. Diese und andere interessante Fakten gibt's heute in diesem Video. Nach diesem Video bist du ein Kakao-Experte. Sei gespannt. Guten Morgen! Ein Kakaojahr geht vom 1. Oktober bis zum 30. September des Folgejahres. Es wird zweimal im Jahr geerntet und das passiert im vollreifen Zustand. Circa 30 Früchte sind so an einem Baum pro Jahr zu ernten und das sind ungefähr 1000 Kakaobohnen pro Jahr pro Baum. Wenn eine Bohne 1 Gramm wiegt, das bedeutet, wenn ihr 1 Kilo Kakaobohnen kauft, sind das 1000 Gramm, dann kostet es euch, ich habe euch das unten mal verlinkt, ungefähr 20 Euro. Und die 20 Euro sind der komplette Ertrag eines Kakaobaums für ein Jahr. Das kauft ihr mit 20 Euro und ihr bekommt noch mehr für 20 Euro, denn die Bohnen werden ja noch verarbeitet. Nicht nur das, dass sie quasi von Hand geerntet werden, auch für die 20 Euro die ihr bezahlt habt, sie werden danach noch fermentiert. Bis auf die Arriba und die Machala Sorten heißen die. Diese werden direkt an der Sonne getrocknet und da steckt eine Menge Arbeit drin. Die werden in Fässer oder in Gruben oder in Körben werden diese Kakaobohnen aufgeschichtet und dann werden diese regelmäßig umgewälzt. Also dass die oben lagen, dann nach unten liegen und so weiter. Und da muss man auch darauf achten, dass da eine ausreichende Sauerstoffzufuhr existiert. Sonst fängt das an zu schimmeln und ja, dann ist die Ernte dahin. Diesen Prozess, den nennt man dann das Rotten. Das dauert ca. 3 bis 8 Tage. Und genau in dieser Zeit entstehen dann diese charakteristischen Geschmäcker und die Vorstufen von Aromen von den speziellen Kakaosorten. Das Fruchtfleisch löst sich auch in dieser Zeit von dem Kakaosamen und die Bohnen werden auch so langsam bräunlich. Und dann nach diesem Prozess des Rottens werden sie getrocknet. Die Restfeuchte vor dem Trocknen, also nach dem Rotten, beträgt ca. 60% und das muss aber, damit man die Bohnen auch haltbar machen kann, obwohl die so sehr gut schmecken, wenn sie noch so ein bisschen feucht ist, jeder der vielleicht mal eine Kakaobohne gekauft hat, also eine richtige Kakaofrucht und dann diese Kakaobohnen, der wird wissen, das ist schon auch ein intensives Geschmackserlebnis, aber wenn wir sie die kaufen, bei Amazon oder wo auch immer, dann muss diese Restfeuchte auf 6% gedrückt werden. Und bei diesem Trockenprozess, und das wird den Rohköstler freuen, da dürfen keine zu hohen Temperaturen erreicht werden. Und nicht damit es Rohkostqualität ist und die Leute sich da freuen darüber, sondern da die Enzymaktivität essentiell für die Aromenbildung ist. Ich habe dazu mal schon mal ein Video gemacht, da geht es ein bisschen in die Biochemie. Wenn ich das noch finde, verlinke ich das euch. Das war eines meiner ersten von den ersten 1000 Videos, da war das irgendwo dabei. Und ja, die Aromenbildung ist sehr wichtig bei Kakao, denn Kakao, der nach gar nichts schmeckt, der verkauft sich schnell auch nicht. Und wenn es auch zu hohe Temperaturen gibt, dann kommt es auch zu Fehlfärbungen. Und das ist auch wieder so ein Problem, wenn etwas nicht so aussieht, wie wir das gewohnt sind, dann ist der verwöhnte Verbraucher so ein wenig irritiert und denkt dann, das ist vielleicht schlecht. Und das ist einfach, ja, dem Fakt zugrunde gelegt, dass der Verbraucher sich eigentlich gar nicht so wirklich informiert über das Produkt, sondern das einfach so annimmt. Und gerade in Deutschland ist das jetzt nicht so verkehrt, weil da gibt es ganz viele Richtlinien und Sicherheitsmechanismen, sodass man sich nicht wirklich bei jedem Produkt informieren braucht. Und ja, und wir sind immer noch bei den 20 Euro für die komplette Jahresernte eines Baumes. Und da war nun der Rottenprozess, dann der Trockenprozess und dann kommt auch der Reinigungsprozess. Da gibt es verschiedene Verfahren, um einerseits die organischen Bestandteile und zum anderen auch die mineralischen Fremdstoffe wie Schmutz oder Metalle abzutrennen. Und diese Reinigung ist insbesondere deshalb wichtig, weil mit diesem Schmutz und diesen organischen Resten dann im Verbrennungsdampf beim Rösten Aromen entstehen würden und in die Kakaobohne kommen, wo der Verbraucher dann auch sagt, nee, so geht das nicht, die Kakaobohne hat, die muss dann anders schmecken. Und ja, und an dem Punkt, also vor dem Rösten, ist für die Rohkost-Kakaobohne auch Ende. Das ist dann das komplette Package, was ihr bekommt. Ihr bekommt für 20 Euro quasi, und ich finde das unglaublich, was das für ein Luxus ist, den wir da haben, für 20 Euro bekommt ihr die komplette Jahresernte eines kompletten Kakaobaums inklusive der ganzen Verarbeitungsschritte und das, was die Menschen dort gemacht haben. Überlegt euch, was das für eine Zeit ist und das zahlt ihr mir für 20 Euro. Und ja, ich bin da sehr dankbar dafür. Ich kaufe auch die Rohkost-Kakaobohnen, welche ich kaufe, das habe ich euch unten auch mal verlinkt.
und die sind auch Rohkostqualität. Und möchte da an der Stelle einfach nur so ein bisschen appellieren, da wirklich zu sagen, wow, dass so eine Kakaobohne, eine so eine Kakaobohne, genießt diese Kakaobohne, genießt die, und was da für ein realer Wert dahinter steckt, das ist vielleicht jetzt ein bisschen mehr abschätzbar. Bei den meisten Kakaobohnen kommt dann auch noch der Röstvorgang und die Weiterverarbeitung. Die Temperatur bei dem Röstvorgang ist dann 100 bis 150 Grad. Und man kann so sagen, dass umso höher die Qualität des Kakaos, umso weniger werden sie dann geröstet. Das heißt, die Kakaos, die Billigkakaos nenne ich sie einfach mal, die ja, die am meisten geröstet werden, oder andersrum, die Kakaos, die am meisten geröstet werden, sind die Billigkakaos. Da sind halt nicht so viele Aromen an sich drin, sondern die müssen dann irgendwie mit Röstaromen in die Bohne gepresst werden. Und ja, der Wassergehalt wird dann auch, umso länger man sie röstet, immer weiter reduziert, was bis zu 3% runtergehen kann, und das erhöht dann die Haltbarkeit, insbesondere der Billigkakaos, und das erhöht dann wieder auch die Gewinnspanne. Und ja, entsprechend ist es wirklich tatsächlich das Beste, eine Rohkost-Kakaobohne zu nehmen und keine geröstete Kakaobohne. Und warum sind eigentlich die gerösteten Kakaobohnen, haben die dann auch keine Samenschale mehr? Das ist auch so ein interessanter Aspekt. Werden die dann einzeln abgelöst oder wie bei den Cashews oder teilweise menschenunwürdigen, ja, Bedingungen in irgendeiner Weise produziert? Und das ist eigentlich ganz einfach. Das liegt daran, dass sich auf dieser Kakaobohnenoberfläche während des Röstens unter der Samenschale sich kleine Dampfbläschen bilden, die dann durch die Ausdehnung ganz normal die Samenschale dann absprengen. Weiterhin laufen dann auch während des Röstvorgangs einige thermische Reaktionen ab. Eine davon ist die Maillard-Reaktion. Ich habe da schon mal ein Video dazu gemacht. Mal ganz einfach ausgedrückt. Passiert bei der Maillard-Reaktion nichts anderes, als dass Kohlenhydrate und Aminosäuren aus der Nahrung, die da geröstet wird oder erhitzt wird, ja, sich zu neuen und ja, eigentlich nicht in der Natur vorkommenden Molekülen verbinden. Und diese gelten dann als potenziell krebserregend. Auch wenn das natürlich sehr gut schmeckt. Wie gesagt, dazu habe ich auch schon mal ein eigenes Video gemacht. Also, wenn man das Risiko nicht auf sich nehmen möchte, wie gesagt, das ist ein Risiko, sie gelten als potenziell krebserregend, das ist immer so eine Sache, so letztendlich wirklich komplett kausal beweisen kann man das immer in den seltensten Fällen, dann wählt man immer die Rohkostvariante einer Kakaobohne. Die rohe Kakaobohne scheint zudem noch einige sehr gute Eigenschaften für unsere Gesundheit zu haben, außerhalb des Faktes, dass sie gut schmeckt. Das liegt vor allem an den Polyphenolen. Diese sorgen für eine antioxidative Wirkung, eine verringernde Thrombozytenaggregation, eine blutdrucksenkende und eine entzündungshemmende Wirkung. Dazu erhöhen sie auch die Insulinsensitivität. Aber die rohe Kakaobohne enthält noch viel mehr, zum Beispiel Ballaststoffe. Da habe ich auch schon ein sehr, sehr wichtiges Video gemacht. Wenn ihr bei YouTube einfach unlösliche Ballaststoffe eingibt oder wie ihr ganz schnell Körpergewicht verlieren könnt, dann findet ihr auch mein Video dazu. Vielleicht bist du auch kein Fan von rohen Kakaobohnen, sondern magst lieber einfach die Schokolade und hast dir das Video einfach nur aus Interesse mal angeschaut. Dann möchte ich dir an dieser Stelle mal so ein ganz einfaches Rezept präsentieren, wie du aus dieser rohen, gesunden Kakaobohne eine sehr schmackhafte Rohkostschokolade selber herstellen kannst. Nimm einfach Datteln und rohen Kakao und mix das dann mit einer Prise Vanille zusammen, grob oder fein. Und du hast eine perfekte, richtig geile Schokolade. Und du kannst dann experimentieren. Umso süßer die Schokolade haben willst, umso mehr Datteln musst du reinmachen. Wenn du mit Aromen experimentieren willst, dann würde ich mal empfehlen, probier mal so extravagante Dinge aus. Mal ein bisschen Chili rein, dass der schärfer wird. Oder so ein Ingwer oder irgendwie sowas. Nur an ganz, ganz wenig. Dass da so ein Hauch von irgendwas anderem drin ist. Das ist ganz interessant. Oder natürlich auch Mandeln. Was wäre denn aus dem Bauch heraus so deine Lieblings-Rohkost-Schokolade? Wie würdest du dieses Grundrezept von Datteln, Kakao erweitern? Bin ich sehr gespannt. Schreib das mal unten in die Kommentare. Und wenn dir die Infos gefallen haben, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal für noch mehr interessante und wissenswerte Informationen aus dem Reich der gesunden Ernährung. Wir sehen uns beim nächsten Video. Dein Samuel.